Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind auf der Kornwelt unterwegs auf unserer 16-Fach-Karte. Wir sind bereits in Folge 359 und wir haben letztes Mal festgestellt, auffüllen geht. Aber wir haben festgestellt, das gute Stück ist damit voll. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hin und hole ein bisschen Dünger. Das heißt, wir brauchen für unsere Einheiten da nur einen LKW zum Auffüllen. Das ist die Frage, ob wir so einnehmen oder so einen kleinen, kompakten 40.000 Liter ohne Aufleger, wo wir einfach das Zeug direkt reinkippen können und fertig. Dann könnten wir so ein Ding immer zweimal auffüllen oder zwei Ladungen machen. Das wäre also ziemlich cool. Da müssen wir gucken. Erstmal müssen wir das jetzt hier eine Runde abschütten. So. Und ich würde auch sagen, bevor ich dann anfange, hier erstmal eine Runde Dünger lade ich schon mal noch, das tue ich. Aber da müssen wir erstmal die Drescher leer machen, damit es da weitergeht. Und dann können wir auch bald wieder einen Roadtrain losschicken, um das Geld wieder reinzuholen, was wir für die erste Kombo schon ausgegeben haben. Ne? So einfach ist es. So, wir gehen nach Dünger zurück. Ich weiß nicht, wie viel davon reingeht, deswegen nehmen wir einfach mal so ein bisschen was mit. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal die Drescher. Da steht der passende Kollege. Der ist jetzt mit seinen Hin- und Her-Fahrvarianten angefangen. Das ist alles schön und gut. Das kann er auch lieben gerne. Und so super viel hat er ja auch nicht mehr zu machen, wie wir sehen. Und dann kommt hier noch eine Ladung Gerste drauf. Da haben wir schon gesagt, wir brauchen noch die 44 alleine an Stroh, wird nicht reichen. Wir werden hier noch einmal Stroh nachmachen. Und natürlich dann Gerste oder Weizen oder was auch immer. Weil wir unsere Saatgutproduktion auch am Laufen halten wollen. So, damit wir nicht im Weg sind, werden wir das hier einmal kurz abwarten, das Abtanken hier. Da kriegen wir alles hin. Ja, nämlich gespannt. Ja, der Test, den wir gleich machen, falls ihr das letzte Mal nicht mitgekriegt habt, wir haben also ein Probeset geholt. Ich habe einen schönen Big Butt geholt, den großen mit Zwillingsreifen. Wir haben den Seedhawk, die Doppelkombo gekauft, also das Gerät an sich und den Tank. Und haben halt beim letzten Mal schon ausprobiert, wie wir den Tank füllen können. Der Tank hat eine eigene Zufuhr sozusagen, so ein Überladerohr, sag ich mal so. Das heißt, der braucht nur einen LKW, der das anliefert und der kann das dann hinten in so ein Auffangteil beim Laderohr reinkippen. Und dann wird automatisch das Gerät gefüllt. Also dafür brauchen wir jetzt keine Traktor-Kombo mit einem Überladewagen, den speziellen. Weil das zusammen ist meistens sogar teurer wie der LKW. Deswegen ist das alles ganz töfte eigentlich. So, ja. Ich hätte natürlich das schlauerweise auch mal die anderen nehmen können. Gut, ja, hier hatten wir schon gesagt, das hier wird der Roadtrain-Auslöser. Wir flitzen jetzt einmal hier zurück. Wir stehen hier einmal ganz hinten an der Schräge mit dem LKW. Der fährt jetzt nach vorne, kann ihn noch einmal leer machen und dann muss er abgefahren werden. Und dann können wir den Roadtrain holen. Und da eine Runde schon mit unserem Sojazeug wieder durch die Gegend fahren und uns wieder mal eine Runde Geld reinholen. Ach Quatsch, ich wollte gar nicht abkuppeln. So, diesmal fahre ich so weit, dass ich glatt die Klappe zumache bis dahin. Wenn die LKWs voller werden, dann weht doch eher mal was weg, ne? So, ja, wir sind auf dem Weg. Wir drehen uns so rund. Einmal das schmale Stück hier lang. Schmal ist gut. Die Längsseite von einem schmalen Feld lang ist nicht unbedingt kurz, aber da sehen wir schon unseren Lexion eingeblendet. Genau da müssen wir hin und dann haben wir drüben nochmal die Überladewagen, die ran müssen. Da müssen wir zwei Ladungen noch machen, dann können wir schon wieder einen Roadtrain mit Raps ins Lager packen. Oder wir gucken, wo der Preis da gut ist. Vielleicht fahren wir mit dem Roadtrain einfach direkt weg. Natürlich auch eine Maßnahme. So, hier müssen wir hin. Ja, nicht so schlackern. Weil ich jetzt so eine große Kombo dann wahrscheinlich nicht zum Füllen nehme. Sondern ich werde dann einfach mal gucken, dass ich gucke, es gibt die auch in so einem, die Helmer-Sachen auch in einer kleinen Kombo. Was ich durchaus angenehm finde, muss ich sagen.
So, das läuft alles sehr schön. Dumm, die dumm, die dumm. Dürfte jede Sekunde soweit sein. Ja, da war es soweit. Und ihn fahren wir jetzt aber direkt zum Lager, kippen ab. Road Train hin, der hier eh momentan überflüssigerweise steht und dann ist gut. Da haben wir den Part schon erledigt. Wow, was ist denn los? Na gut, fahren wir so rum zum Lager, aber irgendwie wollt ihr auf einmal ganz schön rumziehen hier, ey. Rumzicken finde ich ja gar nicht so toll. So. Von der Seite hier rein und raus mit dem guten Zeug. Ich habe extra mal ein bisschen derbe abgebremst, bevor es hier ins große Gekurve geht. So, und raus damit. Ja, das ist dann wie gesagt, das sollte schon mal eine Road-Train-Füllung geben. Ihr seht, wir müssen jetzt die 180.000 erreichen. Das sollte locker gehen. Und ihr seht, der Güterbahnhofspreis, also nicht der Zuchtbahnhofspreis, sondern der Güterbahnhofspreis, ist immer noch Töfte. Wir haben fast 200.000 drin. Ist doch wunderprächtig. Genauso wollten wir das haben. So, ich fahre ihn jetzt hier schon mal ein Stückchen hinter ihm her. Und werde hier dann jetzt gleich mal. Und zwar so weit hinterherfahren, dass das Feld 35 anfängt, auf jeden Fall schon da vorne. Weil dann kann ich mich gleich zum nächsten Überladewagen hüpfen und gucken, wo ich loslegen muss. Oh, er fährt jetzt gerade seine Leerspur oder so. Das ist eine Hinführungsspur, glaube ich. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, er fängt jetzt an mit den langen Bahnen. So, wo habe ich denn hier meinen Spaß? Ich glaube, wir rennen direkt darauf zu. Ja, da ist auch schon die passende Combo. Einmal das gute Stück hier. Und da ist auch schon der passende Kollege. Und der will rapslos werden. Das kann er auch. Da vorne sehen wir die Straße schon. Also auch die Ernte ist nicht mehr so weit weg. Wenn wir weggefahren haben, müssen wir echt mal nach dem Streudünger gucken, wie weit der auf der 34 ist. Weil wenn er die fertig hat, dann können wir nämlich sonst gleich da den Grubber ansetzen. Ne? Der Spaß da schon mal fertig wird. Das macht auf jeden Fall Sinn. So. Man könnte einfach mal gucken, läuft da noch? Ja, Dünger 46%, er fährt mit 20 km/h. Also brauchen wir auch nicht gucken. Das läuft. So, er hier ist fertig. Das ist schön. Ich fahre ihn hier mal rückwärts raus ein bisschen. Stört auch nicht. So. Jetzt schalte ich durch bis zum LKW mit dem Dünger. Da ist er. Wir wollen nämlich jetzt einmal unsere Seahawk-Einheit da mal mit Dünger füllen. Und dann kommt nämlich der Test. Ich glaube, hab ich das überhaupt schon zu Ende erzählt? Ich glaube nicht. Dann kommt nämlich der Test, nämlich. Können wir damit sehen, ohne vorher zu grubbern? Also ist das auch gleichzeitig eine Grubbereinheit vorne mit eingebaut. Das teste ich gleich einfach mal an so einem Millimeter, den ich einfach nur anfahren muss. Und dann sieht man es und den werden wir danach einfach wieder untergrubbern. Das ist nicht das Problem. So, was ich jetzt hier auf jeden Fall ändern muss, ist, ich muss hier einmal eine Runde rein. Das ist halt die neue Einheit, seht ihr selber. Jetzt mache ich die Hilfe einmal an. Was ist mir von der Steuerung ein bisschen mehr? Ich mache jetzt mit X den Zusatztank zu. Ne? Den habe ich vorher mit V aufgemacht, aber X ist trotzdem das Zumachen dafür, weil das war ja Saatgut, was ich gemacht habe. Jetzt drücke ich nochmal X und jetzt müsste er hier den hinteren Bereich öffnen. Genau, tut er auch. Vorhin war ich weiter nach vorne durchgegangen und jetzt muss ich hier mit dem LKW ranfahren. Gucken, weil ich meinen Abladepart da kriege.
So. Und sagen abladen. Dann seht ihr, er füllt es da rein. Das Rohr läuft jetzt voll und macht den Tank voll. Und irgendwann sagt er, ich habe genug. Und das ist der ganze Trick. Damit wir hier auf Nummer sicher gehen, werde ich hier auch den guten Kollegen schon mal gleich wieder zurückfahren und auch gleich mal das Saatgut und den Düngerpart machen lassen. Ich werde Saatgut und Dünger mal nicht unbedingt jetzt groß noch verkaufen. Wir haben noch relativ viel Frucht zu verkaufen. Damit machen wir eigentlich noch einen guten kleinen gute kleine Geldreserve. Und es geht einfach darum, dass wir halt dann auch fürs große Feld genug Saatgut und Dünger haben sollten. Eigentlich sollte das kein Problem sein, aber ja, ne? Ihr wisst ja immer, wenn man glaubt, man hat alles, fehlt die Hälfte, ne? So ist es ja nun mal. So, ihn lasse ich hier auch kurz stehen, das stört er nämlich gar nicht. So, da ist die Einheit. So, dann machen wir sie hier nochmal. Zusatzzang schließen. So, gut. Das ist der Saatguttank. Ich kann sie mich durchschalten. Seemaschine aufklappen. Ne, das ist jetzt der ganze Part. Jetzt könnte ich damit loslegen. Der Punkt ist, ich mache natürlich jetzt erstmal hier ein bisschen Dampf an. Ich fahre jetzt ein Stückchen. Also ich nehme jetzt nicht gleich das Feld hier vorne, wo ich jetzt frisch gestreudüngt habe, sondern ich möchte einfach nur eine kleine Ecke von Feld. Na, hier vorne sehe ich es wahrscheinlich nicht genug. Ich werde mal Richtung Feld 35 da vorne fahren und davon ein Stückchen machen. Dann werden wir die ganze Einheit auch mal auseinanderklappen, um zu sehen, was hier ist. Das sieht echt aus, als könnte ich hier hinten. Könnte ich da noch eine Einheit ransetzen? Vielleicht hätte ich da noch einen Hänger hinsetzen können, mit noch mehr Saatgut drin. Aber wie gesagt, wir haben 18.300 Liter Saatgut und 16.200 Liter Dünger dabei. Das ist schon ordentlich, behaupte ich. Ne, wir fahren jetzt hier erstmal schön an dem kleinen LKW vorbei hier. Wir fahren jetzt einfach mal nur so ein Stückchen hier drauf. So. Da seht ihr, na, ich kann auch nicht weiter zurückscrollen. Also, das ist schon das Max, was hier geht. X ist aufklappen. Und damit seht ihr jetzt, es sieht natürlich jetzt ähnlich aus wie unsere grobe Einheit. Wo ihr seht natürlich die ganzen Schläuche auch, die zusammenhängen, was jetzt die Seemaschine dann ausmacht. So, die klappt jetzt nach und nach schön aus. Das ist auch schon eine ganz schöne Einheit, ne? Aha. Ich bin mir da nicht wirklich sicher, dass das so funktioniert. Ich schalte sie jetzt an. Ich fahre ein Stück vorwärts. Ich mache sie aus. Ihr seht, wir haben es nicht gegrubbert. Also wir müssen auf jeden Fall vorher grubbern, so wie es aussieht. Ich gehe jetzt mal hier auf die Karte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei dem ganz kleinen Stück überhaupt was sehe. Hört sich auch doof an, ne? Ich weiß. Eigentlich müsste ich jetzt eine kleine Ecke Weizen sehen. Aber dafür, dass ich das, damit ich das sehe, müsste ich erstmal ein Stückchen wegfahren. Aber ich glaube, es sieht nicht aus wie gesät. Das wären andere Spuren. So, wir gehen jetzt nochmal auf die Karte. Ne, ihr seht hier auch nichts, ne? Ja. Heißt also, wir müssen tatsächlich noch eine grobe Einheit jeweils dabei haben. Ist okay, haben wir ausprobiert, wir wissen wenigstens, wie es jetzt geht. Ja? Wie gesagt, das ist nichts Zierliches. Das ist schon das große Ding sozusagen. Ja, davon müssen wir drei Stück fertig machen.
Wir brauchen 3 grobe Einheiten. 3 von diesen Einheiten. Und dann 3 Erntefahrzeuge mit den Pest- und Schneidwerken. Dann die Zwischenlagereinheiten und die Abfahreinheiten. Und die Abtankeinheiten. Also ist schon ein bisschen was. Aber wie gesagt, wir haben die Tests hier noch gemacht. Und ja, man kann jetzt nicht sagen, nicht bestanden, aber hätte besser laufen können, ne? Also wir müssen halt grubbern. So einfach ist das. Ja, das ist jetzt im Prinzip die erste Einheit, die ich jetzt schon Richtung 18 fahren kann. Die 18 gehört uns zwar noch nicht, aber im Prinzip ist es halt so, ne? So. Wie stelle ich denn hier schon mal so weit abfahrbereit hin? Und dann werden wir uns beim nächsten Mal dann auch mal gucken, was wir dann noch für eine LKW-Einheit oder sowas dazu nehmen, um halt auch den Saatgut und den Streudünger-Part dann auch zu füllen. Ne? So, ja, aber wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich super. Sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.